Moet jij nog een koffieshot? Koffieshot? Ik zeg maar, dem Krug in het nummer zijn een grusige bruine Brühe. Aus welchem Jahrhundert stammen eigentlich die Kaffeebohnen, du? Frisch gemahlen gestern. Mit was? Mit Ölfarbe? Los, wenn du mich schon vergiften willst, dann bist du gut, nimm doch Strychnin, das geht wenigstens schnell. Los, Schatz, wenn es im Laden rüber ohne Strychnin gibt, dann wäre in dieser Wohnung schon lange ein Zimmer zu vermieten. Ja. Hoffentlich nicht mit Frühstück. Nein, ich hoffe immer noch, dass du mal in die Zunge beißt, die ist giftig genug. Zum Glück habe ich frei bis heute Abend um 6 Uhr. Was, wieso? Musst du nicht arbeiten? Mal, natürlich gehe ich ins Büro, aber du bist nicht dort, also habe ich frei. Oder sagen wir mal, mindestens Ausgang vom Lebenslänglich. He? Wieso bist du eigentlich am Morgen früh schon so hässig? Halb von dir träumt. Komisch. Und ich von dir? Wir haben noch mal geheiratet. Ja, bin ich glücklich gewesen. Ja, ich will auch wissen, warum. Weil ich denke, gemeint, das sei nur ein Traum. Aber dann bin ich verwacht und du bist neben mir gelegen. Leg den Schock, du, heute Morgen schon. Oh, sag mal, hast du das Brot selber gebacken? Ja, auch noch, wieso? Wenn man es nicht kann essen kann, das ist ja kein Brot, das ist eine Körperverletzung. Das bringt einem ja um. Oh, Schatz, dann nimm doch bitte schnell noch ein Stückchen. Ja? Steinhart! Hartes Brot ist nicht hart. Kein Brot, das ist hart. Es gibt viele Leute, die froh wären, sie hätten nur ein Stückchen von dem Brot. Ja, ich auch. Aber du brauchst ja eigentlich auch gar kein Brot. Hm? Du streichst den Butter immer auf den Ärmel. Der Flecken, der geht nie mehr raus. Ja, das ist wie mit deiner schlechten Laune. Je mehr man dagegen tut, umso schlimmer wird es. Hm? Das hat überhaupt keinen Geschmack. Ja, dann passt es ja zu dir. Sag mal. Weißt du eigentlich, was es in einer anständigen Ehe zu einem Zmorgen gibt? Na, woher soll ich jetzt das wissen? Ich war ja eben nur mit dir geraten, oder? Schinken, Orangenschü, zwei Sei, Gipfeli, Gumpfi. Und das alles als Bett serviert. Ja, das können wir auch machen. Ich bleib liegen und du servierst. Ja. Gerade einer, ja. Hast du das noch nie gehört? Die Frau sei dem Manne untertan. Ja, dem Manne. Aber doch nicht deine Männlein, hm? Also, von morgen am Morgen an verlangt ich frische Gipfeli. Du bist doch nicht dein Dienstmädchen, oder? Ja, leider nicht. Dienstmädchen kann man nämlich entlassen. Ja, Angestellte, die in den Spar kommen, auch. Uff, der Nachleib. Mhm. Ciao, Schatz. So. Und jetzt tun wir fein zum Morgen. In de rollen van Adam en Eva Giebler, Ursula Zappi en Walter Andreas Müller.